herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder, und zwar, was habe ich im September getestet? Es ist natürlich ein bisschen vorproduziert, weil ich natürlich nicht in Österreich momentan bin, aber was habe ich getestet? Es war echt viel, es war sehr, sehr stressig, aber ich habe viel getestet. Ich habe wirklich viel getestet. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen es durch sehr, sehr viele spannende Produkte. Also ich glaube, es ist very exciting, das heißt, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lange und stelle euch die Produkte mal vor. Das erste Produkt, das ich getestet habe, ist eine Foundation. So sieht sie aus, und zwar ist von Make Up Revolution, die, ich weiß jetzt gar nicht, was draufsteht, und zwar ist es die Conceal and Define Full Coverage Foundation. Es ist definitiv Full Coverage. Ja, nein, sie löst nicht meine Essence Foundation ab. Ich liebe meine Essence Foundation, auch wie hier, sehr, sehr helle Farbe. Ich meine, man kann sagen, dass die Farbe ist natürlich kein optimaler Farbmatch für mich. Aber das ist halt sehr, sehr Vampir-like für mich. Und zwar, erst einmal, oh gosh, der Applikator, super messy. Ich zeige euch das natürlich auch. Also, das ist wirklich nicht mein Favorite. Also, so ein Concealer. Vor allem ist es natürlich super unhygienisch, weil du natürlich das in dein Gesicht und dann wieder rein und dann, it's very complicated. Ich würde sagen, ja, also Full Coverage ist es auf jeden Fall. Ich swatch das euch hier mal. Wir sehen jetzt, es ist mehr Concealer wie Foundation, finde ich. Also sehr, sehr, sehr hell. Es ist Full Coverage. Es ist sehr, sehr matt. Es hält auch nicht so schlecht, aber es ist für mich definitiv keine Foundation, die mir gefällt. Es erinnert mich sehr an diese Catrice Skin Texture Foundation, oder wie die heißt? True Skin Foundation, Entschuldigung. True Skin Foundation. No, es gefällt mir nicht. Ich mag, wenn es dewy ist. Ich mag, wenn ein bisschen Leben im Gesicht ist. Das ist für mich sehr... Natürlich ist alles Make-up und ich liebe natürlich Make-up und man sieht natürlich, dass ich geschminkt bin. Aber hier habe ich das Gefühl so, es sitzt auf meiner Haut, es schmelzt nicht mit meiner Haut zusammen. Also das, was ich an der Essence Foundation liebe, ist, dass es halt sehr, sehr hautmäßig ist, und das ist das nicht. Also ich dachte ja immer eigentlich, dass die Essence Foundation sehr, sehr viel Coverage hat, aber eigentlich ist es eine sehr, sehr Medium to Light Coverage Foundation, weil, also die haben Wumms, also die sind... die sind heftig, also die sind, nein. Und ich muss dazu sagen, es gefällt mir nicht. Mir gefällt kein Super Coverage, weil ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut das unbedingt braucht, und es sieht einfach nicht gut aus. Also es gefällt mir einfach nicht. Das heißt, das ist nichts für mich, aber ich würde sagen, schauen wir, was wir noch getestet haben. So, auch ein Skin-Produkt, und zwar ist es von Eye Revolution, wie heißt das denn? Tasty Watermelon Primer. So sieht er aus, ist natürlich super, super cute mit dieser Wassermelone, und das, also das gefällt mir sehr, sehr gut, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zum Produkt an sich. Also ich finde es nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob es sich ausgeht, dass ich das jetzt in meinem Aufgebraucht noch... Vielleicht, weil ich halt doch sehr, sehr, sehr viel benötige. Aber ich möchte es nämlich ein bisschen länger austesten, weil das finde ich eben bei so Face-Produkten ist halt wirklich, desto länger du es testest, desto ein besseres Gefühl fürs Produkt hast du natürlich. Und deshalb möchte ich das ein bisschen, würde ich das gerne im Aufgebraucht noch gerne noch einmal erwähnen. Ob es dieses Monat sein wird... Es steht noch in den Sternen, das Video ist noch nicht gefilmt. Das heißt, das ist auch das letzte Video, das ich filme, dass ich so viel wie möglich natürlich aufbrauchen kann. Das heißt, das werde ich schon. Entweder wird es noch dieses Monat, dass es sich noch ausgeht. Ich werde es natürlich jetzt dann jeden Tag benutzen. Ich denke aber eher, dass es sich nicht ausgehen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann erwähne ich es einfach im Oktober. Also ich will das auf jeden Fall noch aufbrauchen, um diese Langzeitwirkung da zu testen. Bekomme ich Pickelchen, wie verhält sich meine Haut zu dem Produkt, also ein bisschen so. Aber First Impression und dieses kurze getestet, fand ich sehr, sehr gut. Ich meine, ich habe es 5-mal oder so benutzt, also ich habe es jetzt nicht so wenig benutzt, aber natürlich nicht so auf einem langen Zeitraum sozusagen. Und deshalb möchte ich das gerne nochmal testen, aber an und für sich, ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Es war ein bisschen matter, wie meine Balea reichhaltige Tagescreme, die ist mehr dewy, aber... Ich bin davon definitiv nicht abgeneigt. Ich fand das eigentlich sehr, sehr gut. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und möchte es auf jeden Fall aufbrauchen. Also ich würde es so und so aufbrauchen, auch wenn es schlecht ist. Aber es freut mich natürlich da ein bisschen. Und vielleicht kaufe ich sogar nach. We shall see. Das werden wir dann im Aufgebraucht sozusagen klären.
Next up, ein Produkt, beginnen wir mit einem Flop-Produkt. Machen wir mit einem Flop, also nicht beginnen, aber machen wir weiter mit einem Flop-Produkt. Und zwar Friends X Revolution Monica Setting Sprays. Ich mag diese Setting Sprays nicht. Das ist das, muss ich dazu sagen, was mir am besten gefällt von den dreien, die ich jetzt getestet habe. Aber es ist... No, ich mag sie einfach nicht. Es ist... No, also dieser Spritzer, der ist so intens, sondern 30 Milliliter... Also es ist für mich einfach kein Setting Spray, was ich sage, dass ich es unbedingt brauche. Wie gesagt, es ist nicht schlecht an sich, das Setting Spray. Aber wie gesagt, 30 Milliliter für den Preis und dann der Sprühkopf. Also nein, die sind nichts für mich, diese Setting Sprays, muss ich dazu sagen. Ich liebe meine Shoutout zu einem Produkt, das ich liebe. Meine iHeart Revolution Setting Sprays, ich finde die ganz, ganz toll. Die sind super, die gibt es in unterschiedlichen Gerüchen. Es gibt sogar ein geruchfreies, also das gibt es auch. Ich finde die amazing. Ja, die liebe ich. So, was haben wir hier next up in meiner kleinen süßen Kiste hier? Und zwar machen wir mit dem Produkt das... No? No? Das wusste ich. Muss ich dazu sagen, ich wusste, dass mir das nicht wirklich gefällt. Und zwar ist es von iHeart Revolution Tasty Watermelon. So sieht er mal das Packaging aus. Das Packaging ist natürlich super cute. Diese Watermelon Collection finde ich generell sehr, sehr, sehr süß. Aber das ist halt wie diese... Ich weiß nicht, war das 2017, diese Rainbow Highlighters? Ich glaube schon, ich hatte die auch. Da gab es ja von Essence dann so nachgemachte. Das sieht nicht gut aus. Also, es wird, ich swatch euch das mal hier. Also natürlich das Rosane ist recht süß. Aber wenn man das dann eben mischt, und das wird ja dann irgendwann gemischt, wird das irgendwie so... Es ist jetzt nicht das schlimmste Highlight und ich werde das definitiv irgendwann noch aufbrauchen. Okay, wenn es auch fokussieren möchte. Also es ist, also wie ihr sehen könnt, dieses Rosane da. Also es ist, er ist auch sehr, sehr, sehr soft. Das rettet ihn, glaube ich, so ein bisschen. Weil wenn er so ein Wumms-Highlighter wäre, dann würde es mir auffallen. Also ich finde ihn, er geht. Dadurch, dass er eben nicht so, aber er hat halt diesen leichten Grünstich natürlich von dem Grün hier unten. Aber er ist sehr, sehr schwach. Ich muss sozusagen am Ende des Tages, nach so einem Arbeitstag, einem stressigen Tag, habe ich den Highlighter nicht mehr finden können. Ich war so... Also er war natürlich super soft schon, wie ich ihn aufgetragen habe. Und wir sehen jetzt, ich liebe Highlighter. Also das ist bei mir sehr extrem immer normalerweise. Und da war ich so am Ende des Tages so... Und wo ist er? I can't see him. Where is my highlighter? Und das ist halt nicht so mein favorite Ding. Das heißt, ich finde ihn an und für sich... Ja, er ist okay, aber nichts, was jetzt irgendwie gut ist. Also vor allem, wenn man einen schönen Glow haben möchte, ist das halt eher weniger fein. Aber es ist ein süßes Produkt, also ja, es ist okay. Dann machen wir Mascara. Und zwar habe ich die Catrice Mascara, die Glam & Doll Volume Mascara in Waterproof getestet. Sie schmiert bei mir. Sie schmiert bei mir und sie ist super, super schwer zum Runterwaschen. Okay, ich zeige euch mal vielleicht das Packaging so. Ich meine, die meisten kennen natürlich die Foundation, sag ich schon, die Mascara, weil die natürlich, die Glam & Doll ist sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, also die war nicht gut. Also für mich hat die überhaupt nicht funktioniert. Also dadurch, dass ich eben dieses Schmierproblem habe, hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Das Bürstchen an sich finde ich echt nicht schlecht. Das Bürstchen... Gefällt mir, weil es eben nicht zu groß ist. Macht aber trotzdem eigentlich... Die Lashes sind nicht so schlecht. Es ist jetzt die beste Mascara jetzt nur von den Lashes her. Nein, aber sie ist auf jeden Fall gut. Nur dann eben das Schmieren und das Abwaschen. Die ist halt natürlich so, wie viele wasserfeste Mascaren kriegst du die nicht weg. Die ist so... Die klebt sich auf den Wimpern und das mag ich halt überhaupt nicht. Also, ja... Deshalb, ich möchte auf jeden Fall noch die nicht waterproof testen. Vielleicht schmiert die nicht. Also waterproof heißt natürlich nicht sofort, dass es nicht schmiert, wie man in meinem Fall erkennen kann. Also oft muss man da eben mehrere. Und ich möchte auf jeden Fall noch andere Mascaren von Catrice testen, weil ich bin intrigued und ich bin gespannt. Dann haben wir auch noch von Catrice einen Blush. Und zwar ist es der Cheek Lover Oil Infused Blush. So sieht der, also so sieht er mal. Das Packaging, also spiegelt sich so, das ist nicht so praktisch, dass ich euch das so zeige. So sieht der Blush aus, wenn ihr es auch fokussieren möchtet. So, ist ein sehr, sehr, sehr schöner Blush. Also mir gefällt er sehr gut. Er ist eigentlich ziemlich soft,
Also zumindest auf meinem Hautton muss ich dazu sagen. Ich versuche mal, ob ich das hier swatchen kann. Also er ist, finde ich, sehr, sehr, sehr soft. Ich finde ihn aber sehr, sehr, sehr hübsch, muss ich dazu sagen. Er gefällt mir gut. Aber es ist auf jeden Fall, den habe ich jetzt natürlich sehr, sehr aufgebaut hier auf der Hand, wenn ihr das erkennen könnt. So, da, also da unten in der Ecke ist er zu sehen. Also der ist jetzt sehr, sehr, sehr stark aufgebaut. Wie man sehen kann, durch den Schimmer ist er natürlich in gewissen Winkeln mehr zu sehen und in gewissen halt fast kaum. Also ein sehr, sehr, sehr schöner Blush. Er gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr, sehr soft, aber hat diesen, finde ich, diesen natürlichen Blush-Effekt, also es ist so ein bisschen Glitzer, also Glitzer ist es nicht, sondern eher mehr Schimmer und macht es so ein bisschen, also mir gefällt der sehr, sehr gut, mir gefällt der echt gut, aber es ist ein softer Blush, also wenn man diesen extremen Blush-Effekt mag, ist das vermutlich nichts für einen, aber wenn man diesen ein bisschen soften, ein bisschen eben mit Schimmer diesen Blush-Effekt mag, finde ich den ganz, ganz toll, also der ist auf jeden Fall ein Hit. Let's do lips. Und zwar beginnen wir hier halt, habe ich, also hier halt, hier habe ich ja den Lippenstift. Und zwar ist es von Makeup Revolution, der Razzle Lipstick. Den hatte ich ja schon länger und habe ihn jetzt endlich getestet. Also der kommt halt normalerweise sehr, sehr, sehr hübsch. Wenn man ihn dann verwendet, wird es natürlich weniger hübsch. Also so könnt ihr erkennen. Aber es ist an und für sich ein hübscher Lipstick. Er ist metallic. Er ist super duper metallic. Ich swatch euch den hier. Er hat Pigment, so sieht man das. Und er lässt sich auch, er ist super duper angenehm auf den Lippen. Ist der angenehm. Aber, ein langer Arbeitstag, da teste ich gerne immer die Produkte, muss ich dazu sagen, ist er einfach weggegangen. Er ist einfach nach der Zeit, er hat nicht so lange gehalten. Muss ich jetzt dazu sagen, fand ich jetzt dann zum Beispiel, manchmal kann es ja so komisch ausschauen. Ich fand es sah gar nicht so komisch, es hat sich ziemlich ebenmäßig, ist es bei mir zumindest weggegangen. Aber wie gesagt, also er geht sehr, sehr schnell weg. Es ist super duper metallic, also wie man hier sehen kann. Wir haben hier voll diesen Metallic-Effekt, das muss man halt wirklich mögen. Ist es jetzt mein Favorite? Nein, ich habe den an und für sich damals nur gekauft, weil der hübsch aussah. Super toller Consumer bin ich. Also, ja, also ich finde ihn, ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht. Ich fand ihn vor allem die Farbe, ich fand es besser wie gedacht, muss ich dazu sagen. Dadurch, dass ich eigentlich überhaupt kein Fan von Metallic bin, fand ich den eigentlich recht. Also es war irgendwie ein Moment, also so ein Moment. Es war irgendwie so, Also man muss den fühlen, aber wenn man den fühlt, dann ist es richtig nice. Ja, also das ist auf jeden Fall, würde ich schon sagen, top. Also also wie lange halten, das ist halt der Minuspunkt. Das war halt leider nicht. Machen wir weiter mit Lips und zwar ein Produkt, das ich heute oben habe und zwar ist das ein Juicy Bomb und zwar habe ich die Farbe oben. Was ist denn das? Haben die sogar Farbe? Watermelon. Achso, deshalb riecht das nach Wasser in Lohne. Ich finde ihn ja sehr, sehr, sehr hübsch, oder? Was sagt ihr? Ich habe jetzt nur den Gloss oben. Also meine Lippen sind aber auch heute ein bisschen dunkler wie normalerweise. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich bei mir. Dann haben wir eben auch noch Coconut. Ich muss kurz... Ja, Coconut. Coconut ist der Clear Gloss. Ich zeige euch die auch gleich von nah an. Keine Sorge, das tue ich euch nicht an. Und dann haben wir hier eben noch Grapefruit. Genau, deshalb, ja, ich habe das so ein bisschen vergessen, dass die unterschiedlich riechen. Deshalb muss ich kurz so meine Erinnerungen wieder aktivieren. So, so sehen die aus. Ich finde, das sind echt cute Glosse. Das sind wirklich süße Glosse. Sie sehen wunderhübsch aus auf den Lippen. Das Einzige, was hier ein bisschen sad ist, sie halten halt nicht so lange. Also vor allem, wenn man was trinkt oder man redet viel, dann werden sie natürlich auch, geht es auch schneller weg. Oder ja, so oft eben das Reden oder wenn man was trinkt. Also ich merke das halt bei der Arbeit, weil wie gesagt, ich teste die eben bei der Arbeit aus. Und da wird das dann... Das geht dann schnell weg und das finde ich echt schade, weil ich finde sie sehr schön. Sie sind super angenehm auf den Lippen, du merkst kaum, es ist nicht dieser Sticky-Effekt. Aber ich muss dazu sagen, also das letzte Mal, dass ich so einen Sticky-Gloss hatte, war wie ich, glaube ich, 10 war und diese, diese Glosses hatte. Also das ist mittlerweile, machen das eh nicht mehr Make-up-Companies, weil das wäre ein big No-No. Also das ist dieser, wenn das sich so zerteilt, dieser Spinnen, also dieser, also, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf keinen Fall bei diesen Glosses. Die sind wunderschön. Ich werde sie euch natürlich auch swatchen.
Also so sehen die Swatches aus. Also man muss dazu sagen, erkennen wir jetzt einen Riesenunterschied zwischen den Glosses, außer den ganz dunklen? Nein, natürlich nicht. Wirst du auf den Lippen generell sehr großen Unterschied erkennen? Natürlich nicht. Aber ich finde, das war halt natürlich so ein Dreier-Set und ich fand das eigentlich sehr, sehr cute. Und ich muss dazu sagen, die sind auf jeden Fall approved. Das Einzige, was ich sehr schade finde, ist, dass sie nicht sehr, sehr langanhaltend sind. Aber das Produkt an sich ist sehr, sehr hübsch. Also die sind auf jeden Fall approved. Dann habe ich auch noch zwei Watermelon Glosses und zwar einmal in Melonade und dann in Slushy. Und so sehen die aus. Das sind auch super cute Glosse, riechen auch nach Wassermelone. Die sind anders. Die sind anders, weil natürlich verschwinden sie genauso schnell wie die anderen. Aber was hier der Vorteil ist, also ich muss dazu sagen, Make-up Revolution, lange halten sind die meisten Produkte nicht. Also sie verschwinden halt oft sehr, sehr schnell. Also manche Lippenstifte definitiv schon, aber viele Produkte, Glosse und sowas sind halt sehr schnell weg. Aber was bei denen der Vorteil ist, sie stainen ein bisschen. Also sie haben irgendwie ein bisschen ein Pigment, was sie stainen. Wenn ihr das nicht mögt, dann die stainen. Aber es ist natürlich, wenn der Gloss dann weg ist, ist noch ein bisschen Farbe auf den Lippen. Und das macht es natürlich irgendwie, finde ich, sehr, sehr hübsch. Also es ist dann nicht so schlimm, wenn der Gloss-Effekt dann weg ist, weil du halt noch immer ein bisschen Farbe hast auf den Lippen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön, aber es muss man natürlich mögen. Ich werde euch die natürlich hier swatchen. Es ist natürlich jetzt kein super Pigment, also du wirst danach nicht rote Lippen oder sowas bekommen. Da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Aber halt so ein bisschen so einen kleinen Farbeffekt. So ein bisschen wie meine Lippen jetzt auch schon, so ungefähr bekommt man das dann. Also das ist so ein kleiner Farbeffekt. Muss ich dazu sagen, ist jetzt ein Riesenunterschied zwischen den zwei Farben? No. Braucht ihr so viele Farben? Weil da gibt es ja, glaube ich, 5 oder 6 in dieser Collection. Nein, definitiv nicht. So, jetzt fokussiert's. Also, wie gesagt, die sehen eigentlich identisch aus hier auf dem Swatch. Und wie gesagt, ihr braucht definitiv nur einen davon. Aber ich finde die eigentlich sehr, sehr hübsch, weil sie eben diesen leichten Staining-Effekt haben. Und die Lippen so ein bisschen, ja, ein bisschen Farbe, ein bisschen Leben sozusagen schenken. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Aber muss man natürlich individuell entscheiden, ob man das mag oder nicht. Wir sind zu der letzten Kategorie gekommen. Und zwar ist es Eyeshadow. Und zwar beginne ich mal mit welchen. Ich habe nur so Mini-Paletten dieses Monat. Das ist auch spannend. Und zwar Make-up Obsession. Ich bin mittlerweile auch obsessed mit Make-up Obsession. Habt ihr gesehen, was ich da gemacht habe? Also ich manchmal mit meinen Dad-Jokes, also das ist, ich hoffe, irgendwer findet das lustig. Und zwar so sieht die Palette von ihnen aus. Das ist die Feeling Spicy, bin ich jetzt ganz dumm? Nein, Feeling Spicy, korrekt. Die ist super cute, vor allem jetzt in den Herbst finde ich die richtig süß. Ich zeige es euch gerade nochmal, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, also diese Pumpkin-Farben finde ich sehr, sehr cute. Ich werde euch da ein paar Swatches noch zeigen. So, das sind die Swatches. Sind es jetzt die besten Swatches, die ich jemals auf dem Markt gesehen habe? Natürlich nicht, aber es ist eine super cute Palette, eine super Alltagspalette, also vor allem von der Größe. Ich finde die auch generell sehr, sehr praktisch, diese Make-up Obsession Mini Paletten, weil die sind super handlich, die sind easy, du bekommst Pigment, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh Gott, was soll ich denn damit um 8 in der Früh anfangen, wenn ich da jetzt irgendwie verblenden muss. Also ich finde die super. Ich liebe dich. Ich muss sagen, ich bin echt, ich werde immer mehr ein Fan von diesen Paletten. Ich finde die super praktisch und yes, die ist auf jeden Fall ein Top. Ja. Dann machen wir mit dem kleinen Donut weiter. Und zwar ist es der Berry Jam Donut. Das ist dieser lilane. Da sind nur Schimmertöne drinnen. Ja, ich muss dazu sagen, ist das jetzt meine Favorite Palette? Nicht. Ich finde aber, es sind cute Schimmer. Ich meine, also, ich finde die eigentlich sehr, sehr süß. Also, ich muss dazu sagen, die Schimmer sind, finde ich, auch gut. Sind es jetzt die besten Schimmer, die ich jemals getestet habe? Nein, natürlich nicht. Aber es sind auf jeden Fall cute Schimmer. Ich kann damit was anfangen. Ich schaue gerade hier. Ja, ich habe jetzt zweimal denselben geswatcht. Das ist immer sehr effektiv, wenn man redet und versucht zu swatchen gleichzeitig. Ich versuche euch noch da ein paar Swatches hinzuklatschen. So, da haben sie ein paar Swatches. Es ist einer, der ist identisch. Ja, das ist, weil ich denselben geswatcht habe. Es ist nicht, dass es derselbe, also dass es so ein Repeat-Shade in der Palette ist, sondern das ist mein Fehler. Also wie gesagt, ich finde die Palette cute, vor allem wenn man so eine, wenn man nicht, ich denke mir, wenn man nicht so eine große Collection hat und man sagt, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich Farbe gern habe und man sagt, ich würde aber gern, ich habe gern Schimmer zum Beispiel. Die Farbe Lila würde mich voll interessieren. Dann so eine kleine Palette
Für den Preis finde ich es super, weil du halt super einsteigen kannst und es ist nicht zu scary. Es sind auch immer Schimmertöne. Es ist irgendwie in der Comfort Zone. Man kann sich einen kleinen Schimmer da oben hochpacken und so. Also ich finde, für sowas ist das echt super. Natürlich, wenn man so eine große Collection hat wie ich, gehen solche Paletten meist sehr schnell unter. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr gut darin, meine Collection systematisch zu schlichten und zu planen. Also ich plane wirklich, ich habe wirklich meine Paletten beschriftet, um sie in einem gewissen Zeitraum aufzubrauchen. Ob ich das schaffen werde? We shall see. Es ist auf jeden Fall geplant. Schauen wir mal, ob es wirklich passiert. Also deshalb weiß ich, dass die auch irgendwann aufgebraucht wird. Aber natürlich, es ist natürlich, wenn ich jetzt eine Collection hätte und ich mir zulassen würde, dass ich irgendeine Palette nehmen, würde ich vermutlich für die jetzt, also auf die nicht so oft zugreifen, weil ich halt so viele andere coole Paletten habe, wo ich sage, da habe ich alles drin, da brauche ich nicht mehrere Paletten, weil ich natürlich matte Töne auch benutze, muss ich für die Palette natürlich eine zweite Palette hernehmen. Aber ich finde die an sich gut, ich finde die Donuts süß, ich finde die gut. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar ein größerer Fan von den Original Donuts, aber ich finde die auch sehr, sehr, sehr cute. Last but definitely not least, wir haben Eye Revolution Pistachio Cream und die habe ich heute auch um. Ich liebe die, ich habe mir das wirklich gedacht, so, weil ich habe jetzt, ich review ja regelmäßig Paletten und muss dazu sagen, wie gut die iHeart Revolution Paletten, die Chocolate iHeart Revolution Paletten sind. Ich finde die echt toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt begeistert. Also so sieht die jetzt aus. Ich finde auch die Farbzusammenstellung cool. Ein matter Ton noch wäre super gewesen. Aber ich bin froh, dass es so ein super cooler, grüner, wundervoller Ton ist. Und dann eben so ein braun. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es ist trotzdem, es ist eine schöne Palette. Ich mag die Palette sehr. Ich werde euch die jetzt noch swatchen. So, das sind die Swatches. Also wirklich eine süße Palette. Ist es jetzt irgendwas super Außergewöhnliches? Nein, ist es nicht. Aber es ist gut. Ich mag das. Es ist einfach, es ist gut. Ich kann damit leicht arbeiten. Ich mag die. Ich mag die voll. Generell die iHeart Revolution Chocolate Paletten. Ich finde die toll. Ich muss dazu sagen, die funktionieren alle für mich. Ich finde die wirklich gut. Und vor allem auch die Minis sind super praktisch, weil man natürlich die natürlich nicht so groß und so unhandlich sind. Also ich finde die auch super duper adorable und dann eben auch in der Farbzusammenstellung schön. Ist es jetzt irgendwas super Special-mäßiges? Nein, aber es ist für mich basic gut. Für mich basic gut. Ich bin damit zufrieden. Ich finde das gut. Ja, das ist auf jeden Fall für mich ein Daumen hoch. Ich mag die. Ich finde die toll. Ja, ich liebe die. Yes! Und das war alles, was ich im September getestet habe. Also Leute, das war viel, oder? Was sagt ihr? Ich sage, es war viel. Es war ein langes Video, sehe ich jetzt schon. Das ist übrigens da sehe ich immer die Zeit, wie lange ich filme. Wenn euch das interessiert, wisst ihr das jetzt. Und zwar, ja. Ich finde, es war viel, es waren sehr viele interessante Produkte, es waren Flops dabei, es waren aber auch Produkte, wo ich sage, I love them und ich bin noch intrigued, sie weiter zu testen. Und ja, also ich fand es sehr, sehr, sehr spannend dieses Monat und ich bin natürlich gespannt aufs nächste Monat, was auf mich zukommt. Aber ich würde sagen, dann beende ich das Video und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann könnt ihr mir super gerne kommentieren. Ich liebe das von euch zu hören. Oder könnt ihr mir auch gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!